Alter. Willst du mich töten? Mein eigenes Auto. Mich erschreckt. Morgen. Moin, ey. Willkommen bei einem weiteren Video. Was geht ab? Was geht? Erstmal musst du zeigen, dass wir Temperatur haben hier in deinem Kfz. Ich bin ja hier gerade schon hingeheizt, Leute. Ja, also, aber das wissen ja die Leute. Wollte ich gerade sagen, es geht hier heute um mein Fahrzeug. Ne, nicht wundern, der Wagen ist warm, alles ist gut. Kannst du das nochmal hier zeigen, hier wir in deinem schönen Display? Kurz, genau. Ja, Wagen ist warm. Wagen ist heiß. Yes. Ja, du bist ja gerade hier hingefahren, ne? Stock, mit Stock-Software, ja, die wir jetzt noch drauf haben, aber wir flashen jetzt. Wie lange bist du rumgefahren, Stock? Boah, ich glaube jetzt, also anderthalb Monate hat der keine Software drauf. Also ich bin 4 Stunden mal gefahren, ne? Und ich sag dir ehrlich, das ist wirklich ein Unterschied. Ich freue mich richtig auf die Software wieder. Ja. Das wird wieder ein anderes Auto. Also wir flashen jetzt, hast du genau. Ja jetzt schon gesagt, ja. Wieder auf die Stage 2 genau. Von Boot-Mode. Ja. Getriebesoftware machen wir hier nicht. Ja. Hast du nicht, nee, willst du nicht, nicht. Erstmal brauchst du nicht. Ja. Ist empfehlenswert, ja. XAP Stage 2 auf jeden Fall. Für die M140i ohne OPF. Aber mit OPF. Der fährt auch so eine 77 ohne XAP. 77 haben wir, glaube ich, gemessen. Wir haben eine Playlist. Genau. W58, wir haben auch eine Playlist Henno. Ich meine schon, ja. Bevor ich den jetzt auf Stage 2 zurückflashe, über Boot Mode, würde ich sagen, fahre ich einmal hoch runter, oder? Genau, aber ganz kurz noch, was machen wir noch heute? Heute kriegst du deine lang ersehnten. Ja, ja, ja. M-Embleme. Nee, was? Das sind ja keine M-Embleme. Wie nennt man das? Motorsport. Anniversary Edition. Ja, genau. Irgendwie so, ne? Ja. Diese Embleme. Ja. Grüße gehen raus an Pedal Shifters, der uns die geschickt hat, obwohl die nicht lieferbar sind oder schöne zumindest ja. Lieferprobleme gibt. Und du kriegst noch 2 Reifen. Heute. Genau. PS5. PSS gegen PS5. Genau. Mein Reifen ist nämlich richtig geknallt. Ja, Hammer. Selber schuld, wer so viel Sturz fährt, ne? Da gucken wir gleich nochmal drauf, würde ich sagen. Schauen wir uns gleich. Fahren wir kurz hoch runter. Sollen wir den auch dann noch ein bisschen höher schrauben? Ja, stimmt. Damit du nicht so assi unterwegs bist. Ja, ja, ja. Kommen wir zu den Reifen, würde genau. Ich sagen. Wir haben hier den brandneuen PS5 endlich. Von Michelin. Endlich, genau. Obwohl der war ja relativ zügig da. PS4S hat ja momentan extreme Schwierigkeiten. Heute geht es hier um den PS5. Das ist der Nachfolger vom PS4. Mhm. Du hast jetzt aktuell den PSS drauf, Pilot Supersport mit ja. BMW-Freigabe. Ich habe dir ja schon damals empfohlen, auf PS4 zu wechseln. PS4S gibt es nicht in der Dimension. PS5 gibt es, das ist der brandneue. Mhm. PS5S gibt es noch gar nicht. Ist auch noch nicht klar, wann der rauskommt. Da wir ja eh den PS5S noch nicht haben und dann noch dazu die erhöhte Lieferschwierigkeit kommt, haben wir jetzt hier den PS5, was ein sehr guter Reifen ist, muss ich sagen. Man sieht schon hier, diese wasserabweisenden Rillen sind deutlich größer. Auf jeden Fall, ja. Als bei dem PSS. Ja, weil hier, guck mal, wenn du jetzt mal siehst, hier ist wirklich nur so ein kleiner Streifen, ne? Ja, das ist ja schon fast ein Semi, ne? Also so, genau, ich habe auch die gleiche Dimension, wenn du möchtest, auf dem Caddy drauf als PS4. Auch da ist die wasserabweisende Rille hier außen zum Beispiel ja. Hier deutlich breiter und größer. Das ja. Ist also quasi etwas alltagstauglicher. Nicht nur im Regen, sondern auch allgemein von der Mischung her, ne? Neuere Technologie, klar, PS4 gibt es jetzt mittlerweile auch schon seit 5 Jahren, darf man nicht vergessen. Ne? Deswegen ist das jetzt hier die richtige Wahl für dich. Natürlich bist du, wenn der PSS mal einmal richtig auf Temperatur ist, mit dem besser aufgehoben, auf der Rennstrecke vielleicht, wenn du da mal 1-2 Runden drehst. So. Ne? Da fährst du ja eh nicht hin. Nee. Und den Unterschied würde man vielleicht da bei 1-2 Runden merken. Ne? Ja. Aber jetzt so im normalen Alltagsbetrieb, Landstraße, Autobahn, Innenstadt, ja.
bist du mit dem hier deutlich besser dran als den, genau, der ja auch deutlich länger braucht, um auf Temperatur zu kommen. Ne? Ja. PSS ist dafür bekannt, dass der so gut wie nie auf Temperatur kommt. Was ich auch gerade sagen wollte, der Reifen ist auch definitiv besser für Regen. Und da wir hier in Deutschland sind und nicht in Miami, genau, haben wir hier öfter Regen. Ja. Und wenn du mit dem Fahrzeug im Regen fährst, mit auch Stage 2, genau, das ist nicht fahrbar. Das ist wirklich, du kannst es vergessen. Lass das Auto einfach stehen mit PSS oder Cup. Ich hoffe mal, mit dem ein bisschen bessere Regenperformance zu haben. Ich denke jetzt nicht, das wird... Definitiv. Aber ein bisschen besser wird es bestimmt sein. Auf jeden Fall. Ne, da bin ich mal gespannt. Zudem hast du auch natürlich, da wir ja Michelin-Partner sind, wurde der Reifen vor einem Monat erst hergestellt, so ganz nebenbei mal. Und Alcantara-Optik hier endlich im Reifen. Ja, boah, ist eine schöne Flanke auf jeden Fall. Da freue ich mich drauf. Ja. Ja, den ziehen wir gleich auf für die Hinterachse. Vorderachse bleibt PSS. Genau. Hier haben wir noch genug Profil. Was ich noch sagen wollte gleich, wenn der Wagen auf die Bühne kommt, dürfen wir nicht vergessen, einmal den Reifen zu zeigen, wie der jetzt aussieht hinten hier. Ja, durch deinen extremen Sturz hast du die Reifen von innen getötet. Damit bin ich gerade noch über 200 gefahren, ich will es noch mal kurz sagen. Ne? Also. Ja. Und des Weiteren haben wir auch noch die neuen Embleme, die wir angesprochen haben. Ah ja, stimmt. Boah. Da warst du ja... Da bin ich heiß drauf. Ja, habe ich schon gemerkt. Ich glaube, der eine oder andere ist da auch heiß drauf. Jetzt sehe ich jetzt zum ersten Mal live. Boah. So, halten wir mal kurz dran hier. Sag ich mal her, ich nehme das einmal. Nur einmal direkt, wie es wirkt. Boah, das sieht geil aus. Doch, doch, doch. Das bringt auch ein paar PS, glaube ich. Ne? Das bringt einiges an PS, glaube ich. Also, erste Emblem ist drauf. Ja. Was sagst du? Sieht schön aus. Jetzt ehrlich? Ja, ist okay. Auf weiß kann man das machen. Es ist jetzt, weiß nicht, brauche ich das bei mir? Ich weiß nicht, oder? Aber auf schwarz, der Tomek hat das auch schon, ne? Tomek hat es auch. Wie fandest du das auf schwarz? Gut aus, ja. Ja. Ich weiß aber nicht, ob ich das jetzt trotzdem brauche. Du hast das noch? Ich weiß es nicht, ja. Aber es sieht für deinen Einser auf jeden Fall sehr schön aus. Ja. Ja, ich finde am besten sowieso, wenn das Fahrzeug weiß ist, dann passt das sehr gut. Richtig. Ne? So, wir spielen jetzt deine Map auf. Ja. Und du hast hier, sehe ich, von der Aggressivität alles auf Maximum gemacht. Ja. Das Einzige, was man verändern könnte, ist die Länge in Sekunden. Genau, das wollte ich sagen. Mach bitte mal 1,2. Ja. Ja, ansonsten hast du ja alles hier schon abgespeichert quasi. Ja. Gib mir einfach nur die Gewalt. GTS-Start, Maximum Cooling Mode ist an. Cold Start ist off, also Cold Start ist raus. Endlich. Exhaust Flap ist open, VMAX ist raus. Wir haben jetzt nur quasi das mit den Sekunden geändert. Ansonsten haben wir quasi den letzten Stand übernommen. Der war ja gesaved bei dir. Ja. Später. Also ich muss sagen, der braucht bei dir schon lange, ne? Also BMW hat da ein bisschen was rumgefummelt, glaube ich. Hier, Success. Success. Succeed. Zack, wow. Junge. The official being pimp, bro. So, jetzt mal kurz einmal ausmachen. Software drauf? Ja, ich glaube schon. Ah, Ruhe im Karton. Reise. Ruhe kein Kaltstart. Endlich. So soll es sein. Oh, nee. Aber mit richtig, der hat jetzt drei mit Schmackes Wochen oder sechs Wochen keinen. Ja, du wolltest es warm. Ich zieh das zurück, dass ich gesagt habe, dass mein Auspuff laut ist. Das war irgendwie Quatsch von mir. Ja, also. Das ist schon anders laut, ne? Boah. Also. War so richtig spitze Burbles, ne? Software ist drauf. Ich würde sagen, wir drehen auch gleich mal eine Probefahrt einmal, damit wir so einen kleinen Sound während der Fahrt haben, weil dann wollen wir auch den Leuten keine Angriffsfläche bieten. Das habt ihr nicht gemacht, das habt ihr nicht gemacht.
Ja, moin, hör mal. Also, da sagt der Kat, guten Morgen. Man merkt richtig die Druckwellen, wenn man hier neben steht. Ja. Okay, ich würde sagen, wir machen weiter, ne? Ja, dann sehen wir, ich denke mal, uns auf der Bühne wieder. So durch die Gegend fährt, der ist auf jeden Fall ein Ass. Das geht ja gar nicht hier mal. Hier ist das Problemkind der Reifen, warum jetzt die PS5 draufkommen. Würde man so durch den TÜV kommen? Nee, ne? Definitiv. Definitiv in Simbabwe oder so. Ja, genau. Nicht hier. Aber guck mal hier, hier reißt er schon mal komplett auf. Verlacht. Boah. Und ich bin gerade noch mit 200 km/h hingefahren, ne? Ja, siehst du. Hat so ein Michelin noch aushält, auch Michelin? Wenn er Schrott ist. Michelin, schöne Grüße. Aber warum ist das auf der Seite nicht, das frage ich mich. Also, fahr ich mehr Rechtskurven? Oder? Ich würde mal sagen, die Rechtskurven liegen dir mehr. Ja, ne? Ach so, ansonsten ganz kurz einmal eben hier drunter gehen. Ja, das ist hier schön, die Schleifspuren bei der Tiefe. Der Wagen wird jetzt auch noch ein bisschen höher geschraubt, paar Zentimeter. Nee, paar Millimeter. Paar Millimeter. Zentimeter, wollte ich gerade sagen. Nee, so geht das nicht. Vorne die Reifen sind auch noch okay. Ja. Ne? Da kann man gar nichts sagen eigentlich, Profil ist okay. Deswegen bleiben die vorne jetzt auch drauf. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. So, aber das geht ja nicht so einfach hier, ne? Das muss erstmal da sauber gemacht werden. So sieht das hier aus ohne Emblem. Da ist auch ein ganz kleines BMW-Symbol, sieht man. Könnte man auch so lassen. Passt ja sogar. Ja, wir aktivieren den Kleber mit Hitze. Du kannst es drauf machen, der wird auch jetzt kleben. Mhm. Aber wenn du wirklich Bomben fest haben willst, dann aktiviert man einmal mit Hitze. Und ich entschuldige meine... Finger. Das ist kein Schmutz, das ist BMW-Karosseriekleber. So, Henno. Ist das gerade hier? Das ist gerade, aber hallo, da kannst du nicht schief machen, weil da sind ja extra zwei Pinöppel. Was meint ihr, Leute? Ist das gut? Ist das nicht gut? Gefällt euch das? Ist das too much? Also die Embleme wegen dem Einbau noch mal ganz kurz für die Leute, weil die mich auch bei Insta gefragt hatten. Sag mal was. Einfach mit einem Plastikkeil reingehen, vorsichtig. Ein bisschen Platz schaffen, hochdrücken, ist ja nur geklebt mit 3M. Ja. Und dann zwei Pinne sind gesteckt, aber ihr könnt es dann hochdrücken. Das Problem ist nicht die Demontage von den alten, sondern eher, dass ihr, das kriegt ihr hin, mit dem Plastikkeil nichts beschädigt, so an der Karosse oder so. Eigentlich mehr muss man nicht beachten. Also einfach Plug and Play quasi. Ja, ist so. Ja, cool. Ne? Okay, Grüße gehen raus. Ne? Jetzt hört man mich wieder, glaube ich. Damit ihr mal wisst, wie laut das hier ist. Mach nochmal hier. So Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir haben euch die ganzen Umbauten gezeigt heute. Und sicherlich wird noch das ein oder andere zu diesem Fahrzeug auf unserem Channel erscheinen zum Fahrwerk oder Fahrwerk Setup. Wir haben jetzt die Hinterachse ein bisschen hochgedreht. Ja. Vorderachse haben wir auch einen Ticken hochgedreht. Ich glaube zwei Gewindegänge insgesamt. Ja. Halber Zentimeter. Ich denke, das kann sich auf jeden Fall so jetzt besser fahren lassen. Ich bin gespannt. Ich werde auf jeden Fall besser in die Tiefgarage reinkommen. Ja. Genau. Denke ich. Ja. Und demnächst ziehen wir nach, dass wir die PS5 auch auf die Vorderachse bei dir ziehen. Ja. Ja, alles klar, Leute. Check it out. Bis zum nächsten Mal. Demnächst. Dankeschön. Ciao, ciao. Pro Tuning Freaks greets from Germany and Düsseldorf. Thank you for the map pack.
It's very kind of you. You can be sure that I represent your company very good, because yeah, we are the Bubble Meisters. So, also wir werden jetzt versuchen, das Map Package aufzuspielen bei dir. Also, in den OTS Maps haben die uns jetzt ein bisschen was hinzugefügt. Das heißt, so ganz nebenbei hast du jetzt 20 Maps. Geil. Letztes Update war am 27. Januar diesen Jahres. So, jetzt müssen wir aber, da die Map ja neu ist, die ganzen Sachen nochmal einstellen. Ja. Wir könnten deine Burbles auf MPPSK machen. Nee. Dann müssen wir auf Custom. Bitte. So, wir hatten erstmal beide auf 12, hast du gesagt? Soll ich mal kurz zu dir kommen? Warte mal. Das andere war 1,2, 1,2, ne? Genau, 1,2, 1,2. Und die Aggression auf jeden Fall auf 12. Wenn es 13 gäbe, würde ich auch 13 nehmen. Es gibt leider nur 12. Okay. Und auch bis 100 km/h hast du, ja? Ich gucke mir das gleich nochmal an. Ja, ja. So. Bis 120 hatte ich aber. Bist du sicher? Ja. Vorher hatte ich bis 120. Das ist schon sehr assi, ne? Hat mir etwas erhöht. Hauptsache rumspielen da, ne? Ja, weil in der 100er-Zone bis 120 in Deutschland, du weißt, da kann man dann schon mal ein bisschen die Leute therapieren. So, GTS-Start willst du haben, brauche ich gar nicht zu fragen. Maximum Cooling Mode möchtest du auch haben. GTS-Start will ich tatsächlich nicht haben. OEM also, ja? Genau. Wastegate ist alles OEM. Anti-Lag willst du haben? Ich bin kein großer Fan davon, sage ich ehrlich. Da wird der aber Flammen schießen. Der, ja, hundertprozentig bei dir. Na egal, lassen wir erstmal raus. Anti-Lag machen wir nochmal separat. Das muss nämlich alles ein bisschen eingestellt werden. Also wenn ihr da Bock drauf habt und wenn es interessant ist, dann genau. Können wir da mal ein Video separat zu machen. Genau. Da muss man halt ein bisschen gucken, dass auch richtig eingestellt ist, weil ich will auch nicht mein Auto knallen, sag ich ja, ehrlich. Ja, das ja. Ist aber schießen willst du schon? Ja, schießen, ja, ich weiß es nicht. Manchmal ja, manchmal nein. Du kannst auch die Aggressivität jetzt hier einstellen, reduzieren von dem Gaspedal, ne? Okay, safe. Ja.